So, guten Abend, liebe Gäste, ganz herzlich willkommen zur Pressekonferenz zum Spiel der Donau der Wilson gegen die Forth Metro Boys. Endergebnis 8:4, die offizielle Zuschauerzahl 300 Besucher. Ich begrüße ganz herzlich zu meiner rechten den Gästetrainer von den Forth Metro Boys, Franz Brücke, und zu meiner linken den Trainer der Donau der Wilson, Martin Valenti. Franz Brücke, ihr habt das Spiel verloren. Was sagst du zum Spiel heute Abend? Also, sehr stolz, Servus bei Herrn. Und ich gehe davon aus, dass jeder da gesehen hat, dass der Ulmer Sieg, gerade meine Gratulation, hoch verdient war. In der Situation, wo wir momentan sind, herkommen wir mit 10 Niederlagen, 10 Spielniederlagen, macht das auch nicht förderlich. Selbstvertrauen am Boden. Es wäre vielleicht mit ein bisschen cleveren Spielweise vom Ergebnis her etwas mehr drin gewesen, aber ja, hoch verdient. Also, ganz herzlichen Dank. Martin, Glückwunsch zum Sieg. Glückwunsch zu den drei Punkten, die hier zählen. Wie hast du das Spiel heute angesehen? Ja, am Anfang richtig gut. Und ich denke, wow. Aber dann sind die Kleinigkeiten, ist die Fehler bei Abstimmung. Aber im Großen und Ganzen war es okay, 8-4 und gewonnen. Ein gutes Ergebnis. Wir hätten vielleicht noch heute das andere Tor verhindern können, weil ein bisschen nachlässig waren im eigenen Bild. Aber von 8-4 noch Füße und jetzt war es super. Einfach drei Punkte. Die heute in Bad Wörishofen gewonnen haben. Wie wirst du die Mannschaft einstellen auf das schnellere Freitagsspiel am? Und wie wirst du versuchen, die Punkte da in den Sporten zu holen? Ja, ich hoffe, dass die Mannschaft so konzentriert ist wie die Füße hier. Und ich glaube, ich brauche Mannschaft nicht mehr viel reden mit der Mannschaft, auf, was auf dem Spiel steht jetzt, dass wir die nächsten drei Spiele siegen möchten. Und jeder weiß es in der Mannschaft, wie wichtig das ist. Und die wissen alle, was sie machen. Gut, ganz herzlichen Dank. Was war es dann von meiner Seite? Gibt es noch Fragen von Ihnen? Gut, ich sehe dann keine weiteren Wortmeldungen mehr. Da möchte ich noch ganz kurz zwei, drei Ergebnisse durchgeben von heute Abend. In der Gruppe 2 besiegen die Vilshofener Wölfe die Fürstenfeldgruppe Wasabis mit 4:2. In unserer Gruppe schlagen die von Falkens auswärts. Also in Bad Wörishofen gewinnen die Frauen Falkens mit 3:4. Nach Penalty schießen und die Pinguine Königsbrunn verlieren zu Hause gegen den EV Füssen mit 1:3. Dann bedanke ich mich bei meinen Trainern für die Teilnahme an der Pressekonferenz. Bedanke mich bei den Gästen und Fans für den Besuch heute Abend hier im Donau-Eisdom in Ulm-Neu-Ulm. Wünsche unseren Gästen aus Forst eine gute und sichere Einreise. Unsere Mannschaft dann viel über Erfolg am Freitag beim Auswärtsspiel in Fronten. Und dann sehen wir uns hoffentlich alle wieder heute in einer Woche, ist Sonntag, den 14. Dezember. 18 Uhr zum letzten Heimspiel in der Hauptrunde gegen die Wölfe aus Bad Wörishofen. Bis dahin alles Gute, eine schöne Woche, machen Sie es gut, tschüss und auf Wiedersehen.